Hallo und herzlich willkommen bei Tobis Tooltime. Heute zeige ich euch, wie man so eine Stehleuchte Smart Home fähig macht. Man kann diesen Fußschalter hier ersetzen gegen ein Smart Home Modul. Da hat mich ein Zuschauer darauf aufmerksam gemacht, dass es sowas gibt. Wir hatten im ersten Video dieses Steckdosenmodul, das passt aber in dem Fall nicht hinter die Couch. Da müsste man die Couch ein Stückchen wegmachen von der Wand. Wie man das anschließt, auf was man da achten muss, das zeige ich euch jetzt Schritt für Schritt im Video. Bevor es aber losgeht, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, let's go! Zuerst müssen wir den Schalter abzwicken. Als nächstes müssen wir jetzt die beiden Kabelenden hier vorbereiten und den Mantel abmachen. Das am besten nicht mit einem Cuttermesser, sondern hier mit diesem kleinen Seitenschneider so ein bisschen einkerben und dann langsam hin und her biegen, bis sich der Mantel löst. Stellt nochmal sicher, dass ihr hier diese Leitung nicht verletzt habt und dann geht's schon zum nächsten Schritt. Jetzt müssen wir die beiden Kabelenden an dieses Modul anschließen. Und wie ihr hier seht, sind hier Schraubklemmen. Daher müssen wir die Kabelenden jetzt vorbereiten und Aderendhülsen drauf machen. Das geht entweder auch mit so einem Profi-Werkzeug, mit einer automatischen Abisolierzange. Da geht es recht fix. Zack. Oder ihr macht es mit dem altbewährten Werkzeug, mit dem Seitenschneider, mit ein bisschen Gefühl hier so den Draht ab. Dann müsst ihr es noch ein bisschen auf Länge abschneiden hier, damit die Aderendhülse gut drauf passt. Diese drüber stülpen. Und dann auch entweder mit einem Profi-Werkzeug hier anpressen oder auch mit dem Seitenschneider draufpressen. Die Aderendhülsen sind vorbereitet. Jetzt geht es an den Anschluss. Das seht ihr hier auf dem Modul einmal in, einmal out. Und dementsprechend muss man die Seite mit dem Stecker vom Kabel bei in anschließen, weil da kommt der Strom von der Steckdose in das Modul und wird dann beim Schalten ausgegeben bei out an die Lampe. Und da heißt es dann, die Lampe bei out anzuschließen. Drähte sind angeschlossen, jetzt müssen wir hier diese Deckel drauf machen. Darauf achten auf jeden Fall, dass der Mantel hier untergeklemmt wird, so als Art Zugentlastung, dass falls man dem Kabel nachher reißt, dass nicht die Drähte rausgehen. Hier, und dann kann man hier an dem Modul unten mit Schrauben das gegensichern. Modul ist angeschlossen, jetzt geht es darum, das mit der Home App in Betrieb zu nehmen. Die gibt es kostenlos im App Store, die dann einfach öffnen. Dazu muss das iPhone im WLAN sein, dann Gerät hinzufügen, es öffnet sich die Kamera. Dann muss man diesen QR-Code abscannen, das macht es automatisch. Dann einfach den Schalter zu Home hinzufügen und kurz abwarten, bis ihn erkannt hat. Sobald es das Gerät erkannt hat, könnt ihr hier einen Namen vergeben. Wir haben das Gerät im Wohnzimmer, dann nennen wir das jetzt Stehleuchte und haben das hier als Licht. Fertig. So einfach geht es, eine alte Stehleuchte Smart Home fähig zu machen. Ganz einfach dann über die Home App, zack, 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 ein und aus. Falls ihr noch irgendwelche Vorschläge habt zum Thema Smart Home, schreibt es unten in die Videokommentare. Ansonsten abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Bis zum nächsten Mal. Tschüssle.